Und somit herzlich willkommen hier wieder im Landwirtschaftssimulator 2015 auf der Kreis Una mit dem Randy. Hallo. Und dem Tino. Hi Leute. So, weiter geht's. Weiter geht's. Ansehen. Hast du das gebeizte Saatgut schon fertig? Nee, das braucht noch ein kleines Stück. Ich schaffe jetzt mal den Raps. Da unten zu dieser. Ne, du weißt schon. Zum Biodiesel. Zur Raffinerie. Ja. Wenn du dort bist, kannst du mich ja mal. Lass mich mal runter switchen, will ich mir auch mal angucken. Ach, vorne fährt er, ja. Schön so nah am Horizont. Hast du das Saatgut erstmal wieder ins Lager gehauen, was noch drin war, oder? Ja, den Rest Weizen da. Rote Ampel. Die sind alle rot. Na, steh ich ein Stück, meinst du? Multiplayer. Ja, da haben wir den Ampelmod nicht mehr drin. Aber ich glaube nicht, dass der Ampelmod mittlerweile im Multiplayer geht. Glaube ich nicht. Ja. Alter, warum Schwede, auch? Können wir aber ansehen hier, ey, leck mich am Arsch, ey. Selbst mit der großen Seemaschine ist das heftig. Ich stell mir vor, jetzt hätten wir das nur mit einer, ne? Gut, dass wir echt noch in eine zweite investiert haben. Apropos, leck mich am Arsch. Hast du dich eigentlich schon mal für das Guinness Buch der Rekorde nominiert? Dominiert. Ob ich mich selber schon mal nominiert habe, geht das? Weiß ich nicht, aber ich würde dich auf jeden Fall nominieren als Schnellsächer. Also ich sehe das ja in deinen Livestreams immer wieder. So, ich bin mal kurz auf den Pott. Dann kann ich die Stoppuhr anmachen, es sind keine 15 Sekunden, bist du wieder da. Geil, gell? Ich hab draußen so eine große Flasche stehen. Ich hatte zu Klee gesagt, da sehe ich da einfach nur ins nächste Eck und entschieden, morgen kommt, rutscht aus. Also, genau. So schnell geht das, oder was? Wo geht's denn? Ich pinke immer ins Haus, also direkt unten in den Keller rein, das ist Standard bei uns. Ich glaub dir's. Ich sag, ja. Du gehst die Tür rein, ist dahinter gleich das Klo, oder? Ich weiß ja nur, wo dein Dings da unten ist, aber... Klo, Garten, ich weiß nicht, nenn's wie du es willst. Ja, 15 Sekunden, das geht gar nicht. Na wieso, raus, sehe ich auch schön in der Hand. So Dino, jetzt kannst du mal rein. Denkst du, warum ich immer die Schnellfickerhosen anhab? Achso, deswegen. Wir ja, haben mir sogar Treibstoff schon jetzt drin. Wo? Und auch Öl. Du gehst nur hier hin und dann müsste links oben das aufploppen. Ja, stimmt. Radiesel haben wir 7%. Radiesel haben wir. Radiesel. das war so Biodiesel, ne? Radiesel. Radiesel. Ja. Warte mal, Diesel 16.500 Treibstoff? Ja. Diesel, Treibstoff? Was ist der Unterschied? Ja, normaler Treibstoff halt. Wahrscheinlich. Also normal Benzin. Hier ist. Der kannst du Rohöl dann abnehmen. Ah, ne, hier ist Ölkombini. Hier soll man ja Rohöl. Hier hinten kannst du das normale Motoröl holen. Biodiesel. Normaler Diesel. Mit dem Bauernhof-Tankstelle. Der Biodiesel ist der Treibstoff. Ach so, Biodiesel ist Treibstoff. Ja. Für den Bauern, für die Bauern. Also der ist ausschließlich für die Bauernhof-Tankstelle. Und normaler Diesel ist für die Tankstellen, also Industrie. Das haben sie auch nochmal unterschieden. Leck mich am Arsch. Und hier ist Motoröl. Okay. Und wo entscheidest du, was gemacht wird? Da wird allgemein alles draus machen. Du kippst das rein und der macht dann alles raus. Fertig. Denke ich mal. Haben wir gleich sehen. Ich denke mal im Verhältnis, was weiß ich. 1% Motoröl, 3% das. Da haben wir 8600 Raps hier drin. Meinst du, der verarbeitet es so, dass der quasi aus allen. Was ist denn das für eine Abladestation hier? Hä? Hier liegt doch Mist. Steht ja oben drüber, Mistannahme. Lage und Mistannahme. Da kannst du es hier verkaufen oder was? Wahrscheinlich. Wozu sind die Silos hier? Da kannst du Silage machen. Ach, das ist gleich eine BGR mit oder was? Ja, das offiziell ist das eine BGR, aber wenn du siehst, was du hier hinten reinkippen kannst, da steht nämlich Rohannahme, Strohablage. Da steht Weizen, Mais, Raps.
Hä? In die BGA Weizen, Mais und Raps? Ja gut, hat alles nur so ein bisschen, ne? Was weiß ich, wie das heißt, Alter, ne? Biogas Technology. Mhm. Verstehe ich alles nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Letzten Endes ist es ja Bockwurst, was du also zum Vergoren oder Vergären dort reintust. Hm. Ja, aber. Oh Gott, der Husten. Hat er gleich mal einen Kaffee umgerührt. Warte mal, muss ich mal ganz kurz hier gucken. BGA, ist das hier extra nochmal aufgelistet? Da würde ich sagen, kannst du da vielleicht schon mal so einen kleinen Dings hänger holen? Mhm, wollte ich auch gerade vorschlagen. Dann kann man ja schon mal ein bisschen Geld machen. Und der was kann man dann da geben? Ja, was? Diesen kleinen Anhänger, diesen kleinen Dieselanhänger. Ja. Der reicht? Ja, erstmal. Ne, ja, ich will doch nicht, der geht. Deswegen. Da kann das. Also nicht Moment. Dieses Reifen. Ah ne, das ist ja ein Silo. Hä? Du kaufst den. Den Lisser Dieselöl-Tanker. Der kann Diesel, Öl, Motoröl. Ist der auch noch divers oder was? Ah ja, hier. Hm. Steht am Ende. Mhm. Gut, sehe ich erstmal weiter an. Na, dann lass mal fix das Feld fertig machen. Ich habe keine Ahnung so richtig, wie das hier alles. Wo willst du das jetzt hinschaffen, Glicky? Naja, da ich mit dem ja keinen Treibstoff machen kann. Es ging jetzt, was konnte ich dann machen? Öl? Ja, dass du weißt, erstmal das Öl irgendwo hinbringen. Und du kannst ja dann so versuchen, Öl. Ja, Husten, der nervt so, ey. Von diesen Dings zu holen und das nochmal verarbeiten zu lassen. Ich hab noch gerade eine Tablette heute noch nicht genommen. Meine Gesundmacht-Tablette. Also nicht die das spuckt. Spritzer, die ich immer vom Doktor krieg. Nachdem ich ans Bett gefesselt wurde. Genau die. Die meine ich. Nee, die hatte ich erst. Also. Ach, Schlag, ja, Hude. Toni Tourette. Na, du kennst noch, kannst du auch dran anderen klicken, wo ich dir das Ding geschickt habe, hier das Weapon. Wo das Video dazu gab, hier. Von BBC Best of Tourette. Allzu gut. Ich glaube, wir brauchen aber, um dieses Saatgut da rauszuholen, brauchen wir den Anhänger. Den kleinen, den Überlader. Ja, so jetzt. Konnte ich mir fast denken. Geht's nicht rein. Konnte ich mir fast. Guck mal, ob's in den Fliegel geht. Nee, wo stand ich gerade drunter? Dann brauchen wir noch den kleinen. Dann brauchen wir noch den kleinen, sagt er. Ach ja, Jemen, ja. 8500, das kann ich nicht verantworten, doch. Gekauft. Ja, Klicki, dann hol du den Öl, ich hol den kleinen Saatgut. Dann kannst du ja erstmal die ersten zwei Felder schon bewachsen lassen. Aber wir können ja auf jeden Fall alles aus dem Feld rauspressen. Wir haben ja hier eine Ballenpresse, einen Ballensammler. Und hinten haben wir den Ballenverkauf, den wir ja gerade gesehen haben. Sollten wir alles nutzen und mitnehmen. Ja. Fertig. Gerade am Anfang. Also wollen wir uns erstmal die zwei wachsen lassen. Ja, gib erstmal Vollgas, würde ich sagen. Gib erstmal Vollgas. So, Mission, alle 2 Minuten. Pflanzen wachsen schnell, Pflanzen sterben aus, bla bla bla, Spiel speichern, ja. Bitte schauen Sie während des Speicherns Ihren PC nicht aus, um Gottes Willen, ich nicht tun. Wir gucken mal, Treibstoff haben wir aber auch an unserer Tankstelle noch 5000 Liter, also. Brauchen wir da erstmal nicht bei uns. Zumindest nicht so lange, der Spritverbrauch noch so ist wie jetzt. Na dann erstmal verkaufen den Rotz. Dann erstmal verkaufen. So langsam. Ah, ein Kiosk, da kannst du Eier verkaufen. Weinestall. Hier ist Mist. Krass, ey, wie das auch alles hier. Das ist echt zu heftig. Das Rinderstall. Direkt mit Förderbänder vermisst in die Silos rein. Das ist ja Hammer. Da
komme ich denn hier raus? Ich glaube hier. Auf jeden Fall sehr krass. Was wir hier alles machen können, unbegrenzte Möglichkeiten. Hätte ich gedacht, im LS15, dass es doch so schnell geht. Und dass so eine Map zur Verfügung steht mit so einem krassen Wirtschaftszweig. Du musst aus dem 13er kommen, aber ganz ehrlich, ich habe die im 13er nicht so wirklich mitgekriegt. Nee, ich auch nicht. Ich finde halt auch die Industrie hier sieht übelst geil gemacht aus. Die läuft aber schon. Weil zum Beispiel das Milchwerk. Du musst das Milchwerk mal anklotzen, also oder anschauen, das ist echt der Hammer. Kannst ruhig klotzen sagen, ich bin da nicht so sensibel. Nicht? Ne. Brauerei, glaube ich. Ne, Landhandel ist das. Bäckerei. Übel, sprach der Dübel, bevor er in der Wand verschwand. Hier kommt dann der Treibstoff hin. Nein, nicht nur hier, den kannst du überall hin schaffen. Solche Tankstellen gibt es unzählige auf der Map. Nee. Doch? Nee. Doch? Weil an die normalen Tankstellen kannst du nur Diesel bringen. Den Biodiesel, den Treibstoff kannst du nur, wie hat er es vorgelesen, an deine eigene Tankstelle und Biodiesel nur auf unserem Hof? Der Biodiesel ist aber Treibstoff. Ach so. Ja. Bin verwirrt. Ja, das probier mal aus. Krieg mal alles noch raus, alles kein Problem. Legida Fachmann, der bringt das hier. Wenn nicht, zünden wir den Sprit einfach ran, fetzt ab. Machen wir ein schönes Feuerwerk, sagst du. Ja. Lass mal hier so eine Halle brennen. Und Robby, so wie es hier kennen. Brauchen wir nicht all die Unliede, das muss man jetzt auch mal dazu sagen. Kann man mal einen abfackeln. Ja. So. Krass, wie viel Verkauf. Da will ich gar nicht runter ins Industriegebiet fahren. Da bin ich einmal durchgefahren bei der Map-Vorstellung. Wir hängen. Ja. Wow. Hat bei mir auch gerade gegangen. Aber wie? Leck mich am Arsch. Wie gesagt, runter ins Industriegebiet willst du da gar nicht fahren. Da bin ich bei der Map-Vorstellung einmal durchgeholzt. Alter Schwede, ey. Schlimm, jetzt bin ich verkehrt gefahren. Da wird ja schlecht, denn du fährst in den Hof rein gerade. Ja. Ist aber auch süß, das Fass da hinten dran. Ja. Gut, dass kein großer Traktor vorne dran hängt. Der Map-Dot-Trigger könnte etwas eher reagieren, finde ich. Jürgen geht's wahrscheinlich schnell auf. Allgemein. Nicht. Nee, gehen ja so schnell auf, aber der könnte eher reagieren. Macht der Sachsen-Let's Player dort. Schade, dass wir noch keinen Hafer oder sowas haben. Warum? Ja, da könnten wir ja schon mal reinfüllen für Mehl halt. Ja, aber brauchen wir auch wieder diesen Mehl-Panker da. Ja, würde denke ich mal eine ganze Weile dauern, bis der produziert hat, ne? Ja. Der füllt jetzt hier auf jeden Fall gebeiztes Zeugs rein. Weniger, das wird jetzt mehr. Oh, da wächst ja schon was. Alter, füllt aber langsam. Ist ja der Hammer. Wird ja ewig. Ist aber auch blöd, dass es nur den ganz kleinen jetzt hier gibt, ne? Was? Für das gebeizte. Achso. Ja gut, 10.000 Liter halt, ne? Wenn eh nicht mehr wie 8 geht. Naja, stimmt auch wieder. Von A nach B. Naja gut, aber naja, nee, doch. Überleg nur gerade, wie füllst du das in die Sämaschine? Muss das Rohr ausklemmen. Ja. Nee, ich glaube erst in die Lagerhalle rein und dann von dem Förderband unten drunter fahren. Fertig. Das müsste auch gehen, ne? Oder halt mit Rohr. Ja. So, was haben wir hier? Alter, dauert das. Der normale Diesel. Da ist ja schon mal einiges da. Aber cool gemacht, muss man echt sagen. Treibstoff entlädt sich. Was? Kriegst du Geld? Nee. Treibstoff entlädt sich, der hat sich gerade entladen. Du hast also gerade aufgefüllt. Ach so, ja. Geht ja nicht bei normalen Diesel. Der Tank kann ja nur Treibstoff machen, ja.
Ich wollte schon sagen, warum geht das vorne nicht? Was denn? Diesel ging jetzt hier in den hier nicht rein. Achso, hm. Was kriegen wir für Treibstoff? 400, 300 oder so. Das gibt man jetzt hier rein und dann müsste es da drinnen mehr werden. Hoho, es klappt. Sehr schön. Hier noch gebeiztes Zeug drin. Ne, ich glaube, da passt genau. Ach, da passt genau eine Ladung von diesen Dings, passt genau auf den Hänger drauf. Naja, dann können wir den immer halt mit Weizen schön bestücken, ne? Ist ja noch was drin. Ups. Aber du darfst auch mal erstmal abmodern. Gut. Nur muss ich sagen, das Däumchen nicht vergessen, ne? Ist ja eine schöne Map, hat er definitiv verdient. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Warte.